dieser Woche gab es eine heftige Diskussion darüber, ob Russlands Präsident Putin beabsichtigt, auch in der Zeit nach 2024 als russischer Präsident zu amtieren. Ursprung dieses Disputs ist eine Szene in der russischen Staatsduma. Die Abgeordnete der Regierungspartei Valentina Tereshkova schlug vor, aus der Verfassung die Beschränkung der Amtszeiten des Präsidenten zu streichen oder hilfsweise die Anzahl der Amtszeiten nach der geplanten Verfassungsänderung auf null zurückzusetzen, wodurch Putin nochmals kandidieren könnte. Hier Putins genaue Ausführungen zu diesem Vorschlag. Zu den Vorschlägen von Valentina Wladimirovna Tereshkova. Wir alle respektieren Sie sehr. Ich möchte Ihnen noch einmal zu Ihrem kürzlichen Geburtstag gratulieren, Valentina Wladimirovna. Sie sind grundsätzlich nachvollziehbar. Der erste besteht darin, die maximale Anzahl der Amtszeiten, für die der höchste Beamte des Landes, der Präsident, gewählt werden kann, aus der Verfassung zu streichen. Eine im Wesentlichen ähnliche Idee wurde bei meinem jüngsten Treffen mit Bürgern in St. Petersburg geäußert, bei dem einer der Veteranen genau dies vorschlug. Ich sagte dann, dass ich nicht in die Zeit der Sowjetunion zurückkehren möchte. Ich muss zugeben, das war falsch, eine falsche Bemerkung, denn während der Sowjetunion gab es keine Wahlen. Alles wurde geheim oder aufgrund innerparteilicher Verfahren oder sogar Intrigen entschieden. Es gab keine Wahlen, jetzt ist die Situation völlig anders. Jetzt muss man sich zur Wahl stellen, eine völlig andere Situation. Streng genommen wäre es heute möglich, solche Beschränkungen abzuschaffen, zumal in vielen anderen Ländern, einschließlich unserer Nachbarn, diese Praxis besteht und die Anzahl der Amtszeiten für die Wahl des Staatsoberhaupts nicht begrenzt ist. Übrigens auch in Übersee. Im gleichen Staat erschien die Änderung der Verfassung, die die Anzahl der Amtszeiten auf zwei begrenzt, erst 1947 und erst 1951 wurde sie durch Ratifizierung aller Bundesstaaten verabschiedet. Das Jahr 1951 ist aus geschichtlicher Sicht noch gar nicht so lange her. Ich werde erklären, warum. Präzedenzfälle für die Wahl von mehr als zwei Amtszeiten befanden sich übrigens in denselben Staaten. Welche waren es? Die Weltwirtschaftskrise, große Probleme in der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und Armut in den Staaten in diesem Zeitraum, dann der Zweite Weltkrieg. Unter Bedingungen, in denen das Land Turbulenzen erlebte und große Schwierigkeiten. Wie in unserem Fall haben wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch nicht alles überwunden und verstehen das. Sollte die Stabilität Vorrang haben. Besonders, und das wiederhole ich, zu einer Zeit, in der das Land noch viele Probleme hat. Aber wenn der politische, wirtschaftliche und soziale Bereich innere Stabilität und Reife erreicht hat, wenn der Staat natürlich mächtiger wird und von außen nur schwer verwundbar ist, dann treten natürlich die Möglichkeiten eines Machtwechsels in den Vordergrund. Er wird für die Dynamik der Entwicklung eines Landes benötigt. Und Sie und ich, wir wissen, die aktuellen Änderungsanträge sollen nicht nur für ein Jahr, nicht für zwei und nicht einmal für zehn, sie sollen hoffentlich für eine weiter entfernte historische Perspektive wirken, zumindest für 30 bis 50 Jahre. Und auf lange Sicht sollte die Gesellschaft Garantien dafür haben, dass ein regelmäßiger Machtwechsel gewährleistet ist. Wir müssen an zukünftige Generationen denken. Daher halte ich es trotz allem für unzweckmäßig, die Beschränkung der Anzahl der Amtszeiten des Präsidenten aus der Verfassung zu streichen. Der alternative Vorschlag bedeutet im Wesentlichen Beschränkungen für jede Person, für jeden Bürger, einschließlich des amtierenden Präsidenten, zum jetzigen Zeitpunkt aufzuheben und künftige weitere Wahlen zuzulassen. Natürlich bei offenen und wettbewerbsorientierten Wahlen. Nun, natürlich nur, wenn die Bürger einen solchen Vorschlag, einen solchen Änderungsantrag unterstützen, bei der allrussischen Abstimmung am 22. April dieses Jahres mit Ja stimmen. Grundsätzlich wäre diese Option möglich, jedoch unter einer Bedingung. Wenn das Verfassungsgericht der Russischen Föderation formell zu dem Schluss kommt, dass eine solche Änderung den Grundsätzen und Bestimmungen des Grundgesetzes und der Verfassung nicht widerspricht.
принципом и основным положением закона, основного закона Конституции. Weitere Informationen zu diesem Thema und den Änderungen von Russlands Verfassung durch Putin gibt es in den nächsten Wochen und Monaten im Rahmen unseres Sonntagsmagazins Russland direkt mit Julia Dudnik aus Moskau. Klickt auf den eingeblendeten Link und abonniert uns für aktuelle Russland-News.